Endlich war unsere Rivalität beigelegt. Aber ich wusste, dass Kil'jaeden mich dafür bestrafen würde, dass ich den Lichtkönig nicht vernichtet hatte. Ich brauchte eine Zuflucht außerhalb seiner Reichweite. Die Scherbenwelt, Heimat der Orks, eignete sich perfekt. Aber zuerst musste ich die verbliebenen Dämonen loswerden. Und damit herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge Hearthstone, Buch der Helden mit Illidan und eurem Nerozhoth. Ja, das kam eben ja gerade recht mit den neuen Quests, hat hier das ein bisschen, vielleicht ein bisschen alles verdeckt, aber ich hoffe, es ist halb so wild. Wir sehen hier, der nächste Gegner ist Magteridon, dieser Grubenlord. Hat die Scherbenwelt erobert, das glaubt er zumindest. Und er hat einen Schmetterangriff, der allen Feinden 2 Schaden zufügt. Und er ruft für jeden Diener, der dabei stirbt, einen Diener aus eurer Hand herbei. Das ist tatsächlich eine gefährliche Sache. Gefährlich, weil wir auch wirklich viele kleine Diener haben. Ja. Ich weiß nicht, ob wir eine neue Heldenfähigkeit bekommen, aber ansonsten müssen wir echt mal gucken, was wir da machen sollen. 2 Schaden. 2 Schaden für 2 Mana auf alle Feinde. Vielleicht sind sie Zerschlagenen, die uns hier weiterhelfen. Oder irgendwas anderes Krasses. Also, ich kann es mir noch nicht erklären, wie wir das machen sollen. Illidan alles klar. Gegen Magteridon. Niemand widersetzt sich meiner Macht. Eure Zeit ist abgelaufen. Die Stunde des Zorns ist gekommen. Okay, damit haben wir natürlich einige Möglichkeiten mehr. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir denn machen. Ich bin der Herr der Scherbenwelt. Ihr werdet meine Zitadelle nie einnehmen. Echt, Herr Magteridon war der Herr. Das werden wir noch sehen. Der war doch gleich am Anfang, glaube ich, oder? In diesem Schlachtzug da. So, das ist klar. Dauerhaft verstohlen. Zauberschub fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Okay. Raserei. 3 Zauber und Kosten werden verringert. Ja. Und wir wollen sie, nehme ich mal stark an, kaputt kriegen. Was haben wir noch? Eine Heldenfähigkeit. Erhaltet für jede Außenseiterkarte auf eurer Hand +1 Angriff. So, der nächste kostet mich 1. Balamore Kanal! Blut für Blut! Kosten alle weniger. Ja, warte mal. Der wird ja die kaputt machen. Im nächsten Wir Zug. Drenai haben die Dämonen lange allein bekämpft. Mit eurer Hilfe können wir ihrem Fluch ein Ende setzen. Euer Volk soll seine Rache bekommen, Akama. Wir folgen eurem Befehl. Ja, dann macht er sich die zunutze. Wir ziehen erstmal eine Karte. Können. Ich würde erstmal einfach traden. Der macht die eh alle weg. Kostet meine Blut für Blut. Nur ein
Rückschlag. Achso, der hat überlebt. Macht es Sinn, den schon zu spielen? Die Außenseiterkarte könnte ich halt auch gleich spielen. Fort mit diesen lästigen Insekten! Nicht entfesselt! Okay, er hat dann noch schnell keine Karten mehr auf der Hand. Diese Zitadelle war einst der Tempel eures Volkes, Akama. Ich werde ihn von den Dämonen säubern. Wir sind euch zutiefst dankbar. Ach ja, was macht man hier? Ich treffe hier einen Freund. Na toll, jetzt kostet der Mana mehr. Ich bin doch blöd. Mickrige Emporkömmlinge! Ja, okay, ich verstehe. Wasser ist Leben. Die werden gleich ja noch mehr Schaden kriegen. Finde ich nicht schlecht. Lebensentzug, okay. Machen wir mal lieber noch so. Und ein Spottpack. Der wird sowieso sterben. Das heben wir uns noch auf. Die Scherbenwelt gehört mir. Das Deck wird mir doch auch ausgehen. Mein Volk ist süchtig danach. Oder gehe ich mir da nicht auch das Deck aus? So viel Karten mich jetzt hier. 100 Schaden. Den können wir wegmachen. Wir entdecken einen Nager. Immer wenn der stirbt. Ich werde mich rächen. So, du gehst mal. Kostet du gehst hier rein. Lady Barsch, ich wusste, ich kann auf die Nager zählen. Das bringt mir natürlich alles keinen Schaden. Ich will eine Karte ziehen, ich weiß aber nicht, ob das so gut war. Okay, da würde ich jetzt sagen, da hätte ich gerne das hier. Wir können hier eine Außenseiterkarte spielen. Vielleicht müssen wir mit denen noch gleich mal ein bisschen Schaden machen. Mehr Heldenfähigkeit kostet weniger. Er hat dann lieber noch den hier. Das bringt mir nicht viel. Krieger kämpfen bis zum bitteren Ende. Ihr kämpft tapfer, Keltas. Wäre doch mein eigenes Volk genauso zuverlässig. Der ist nicht ohne, der ist ganz schön. Was passiert denn, wenn mir die Karten ausgehen, Kollege?
Ich will Leben haben. Was haben wir für Zerschlagenleber finden können? Okay, das sind tatsächlich... Das ist ja cool. Sportlebens dazu. Bin ich gut. Machen wir erstmal. Außenseiterkasten kosten eins weniger. Ich treffe hier einen Freund. Kostet meinen Stich. So, das haben wir. Wir können eine Karte ziehen. Dieses Mal wäre es sogar ein bisschen mehr. Wir machen jetzt einen schönen, direkten, starken Angriff. Bah, jetzt kann ich hier nicht mehr den ausspielen. Den können wir jetzt ausspielen. Die Dämonen bringen mir auch nicht viel eigentlich. Lass uns einfach mal angreifen. Mein Zorn ist mein. War schon nicht schlecht vom Schaden her. Okay, er macht diesmal so gut nichts. Das ist ein Dämon, der wird also wieder hochkommen. Okay, Angriff, dann spielen wir das so runter. Ich spiele den, ich kann keinen Dämon mehr wieder ausspielen, aber dann ist das so. Wieso kann ich den denn nicht entdecken? Meine Armee ist zu groß. Ja, aber ich spiele ihn doch gar nicht aus. Ich würde sagen, langsam, aber stetig. Der ist leider weg, okay. Okay, holen wir uns das mal zerschlagen. Was haben wir denn noch? Ich will nicht noch mehr Karten ziehen. Wir können das spielen. Das macht wieder Schaden. Da soll ja hier getradet werden von mir aus. Wir kriegen 4 Angriffsschaden dazu. Wir können Blutelf entdecken. Das ist gar nicht schlecht. Oder eben noch mal mehr Schaden machen. Ich würde den, glaube ich, den Saboteur spielen. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Was haben wir noch für ein Nager hier? Karten 3. Der ist natürlich schnell weg. Würde ich trotzdem mal nehmen, aufgrund des Schadens. Wir haben nur noch 2 Karten. Ich weiß nicht, ob ich das ziehen möchte. Die Rache ist mein! Meine Karten schwimmen. Die Zeit naht. Meine Karten sind dahin. Okay. Es läuft tatsächlich so ab. Wir müssen Druck machen. Ich kann die Außenseiterkarte doch nicht spielen. Oder ich müsste halt ordentlich Schaden kassieren. Ich kann hier 5 Schaden machen. Die Zerschlagenen kann man nicht brechen. Ich hab nichts zum Traden. Und der wurde mir ja die sofort wegmachen. Kostet meinen Stich. Oh, das wurde jetzt eng, glaube ich.
dieser Weg? Genau. Dann brauchen wir den auf jeden Fall. Ich werde mich rächen. Die müssen wir rausholen. Zielt auf die Reifen. 5 Schaden müssen wir uns gönnen. So, den müssen wir traden, würde ich mal sagen. Und natürlich. Ne. Der muss auch. Ach, jetzt muss ich den tatsächlich noch so machen. Die muss man auf der Hand behalten, bitte ich. Um mehr. Die Rache ist mein. Um mehr Außenseiterkarten zu haben. Okay, ich glaube, das ist der Trick, ne? Die Rache ist mein. Muss das denn sein? Meine Brut. Oh nein, jetzt müssen wir es. Ich befürchte fast, wir müssen das nochmal machen. Und Blut den hier machen. Blut. Ihr nicht entfesselt. Die Rache ist mein Stich. Es wird eng. Kriegt er noch einen Zug dadurch? Energie, Kraft, Volk ist süchtig danach. Das wird nix. Das reicht nicht. Oh, ist das euer Ernst? Nämlich die zweite C ist auch schon wieder vorbei. Euer Tod wird mir ein der Weg. Jetzt wisst ihr, was wahre Angst ist. Ja. Bitter. Okay, also wir ziehen, wir kriegen nichts Besonderes. Wir ziehen die Karten zu schnell und wir müssen ein paar Außenseiterkarten auf der Hand behalten, um ordentlich Schaden zu machen. Illidan gegen Magteridon! Niemand widersetzt sich meiner Macht! Eure Zeit ist abgelaufen. Die Stunde des Zorns ist gekommen. Die sind alle im Grunde weg. Ja, ist eigentlich egal, was ich hier habe. Der Trick läuft eigentlich eher über hier. Überdauern. Ich bin der Herr der Scherbenwelt. Ihr werdet meine Zitadelle nie einnehmen. Das werden wir noch sehen. Okay, den können wir schon mal entdecken. Karte wollen wir nicht ziehen. Das halte ich gar nicht für verkehrt. Schweigen. Tradet sogar, das ist schön. Wir Draenei haben die Dämonen lange allein bekämpft. Mit eurer Hilfe können wir ihrem Fluch ein Ende setzen. Euer Volk soll seine Rache bekommen, Akama. Wir folgen eurem Befehl. Kostet meinen Stich! Blut! Alles weg, wir kriegen Schaden.
Der spottet mit dem Kämpfer eine Triade? Diese Zitadelle war einst der Tempel eures Volkes, Akama. Ich werde ihn von den Dämonen säubern. Wir sind euch zutiefst dankbar. Plus 3 Schadenimmunität. Den wollen wir haben. Blut macht den Blut. Weg. Ja, ich brauche eigentlich nichts spielen. Das kostet mich eigentlich nur Zeug. Hier doch. Sollen wir den spielen, damit wir mehr Außenseiterkarten auf der Hand haben? Müssen uns natürlich was mit dem Leben überlegen. Aber das tun wir ja ganz gut hiermit. Dann kostet es halt 0. Ich treffe hier einen Freund. Außer das kostet trotzdem 1. Ja, dann machen wir es halt so. So, da ziehen wir wieder 3 Zauber. Das finde ich gut. Dann haben wir eine Außenseiterkarte. Zielt auf die Reifen. Kostet meinen Stich. Gut gemacht, Lady Bunch. Ich wusste, ich kann auf die Naga zählen. Das wollen wir nicht. Wir nehmen wieder Spott. Das war's. Hör auf, mich nachzumachen! Hör auf! Die Scherbenwelt gehört mir! Ich höre euch Treue. Okay, die Großen hat er noch nicht. Da haben wir immer noch das. Wir haben, ich würde sagen, einfach dann Spott. Die Zerschlagenen kann man nicht brechen. Wir haben 4 Schaden, den wir raushauen können. Oder halt noch mehr. Kostet meinen Stich. Unsere Krieger kämpfen bis zum bitteren Ende. Ihr kämpft tapfer, Keltas. Wäre doch mein eigenes Volk genauso zuverlässig. Fort mit diesen lästigen Insekten! Und tradet dann? Nee. Doch. Sehr schön. Okay, es fehlt mir jetzt natürlich ein Schaden. Aber dann traden wir den rein. Kriegen wir noch eine Außenseiterkarte? Zielt auf die Reifen. Ich treffe hier einen Freund. Balamore, Kanal! 4 Angriff. Ja. Das bringt mehr als jetzt die Karten noch zu ziehen. Ungenügend Karten. Wir erzeugen uns auch noch Karten. Das mit dem Schweigen müssen wir gleich nutzen. Der hat irgendeinen Starken auf der Hand. Er ist es aber noch nicht. Rückschlag. Wasser ist Leben. Da können wir Außenseiterkarte kriegen. Macht dann den weg. Das finde ich ganz gut. Wir können dann noch angreifen. Können uns noch eine Außenseiterkarte gönnen. Hätte ich vielleicht doch eine andere Reihenfolge machen müssen. Aber dann machen wir so weiter. Na gut, ist schon eine interessante Begegnung. Man muss auf eine gewisse Art und Weise spielen. Muss das ein bisschen durchschauen, wie das Ganze funktioniert. Das war jetzt... Ja, okay.
So, hier müssen wir ganz klar gegen den Magier regieren spielen. Die man wahrscheinlich nicht immer bekommt, eine Elfen. Wenn man die Elfen entdeckt, dann kommt man dahin zu dieser schönen Geschichte. Außenseiter fügt 6 Schaden zu. Wir können noch 4 spielen. Das passt dann noch eher. Hätte ich vorher spielen können, sollen, wie auch immer. Spiel noch den. Okay, den kann ich noch nicht spielen. Hier lang, ihr Narren! Das ist natürlich viel Schaden. Aber der muss dann auch reingetradet werden. Mein Zorn ist mein Schild! Dann spiele ich den erst. Oh, ich dachte, ich habe mich jetzt verklickt hier. Eigentlich will ich keine Karte ziehen. Das Problem ist halt, Lady Wash lässt uns immer mehr ziehen. Aber wir können so gut auch angreifen. 6 Schaden. Vielleicht ziehe ich. Mache ich doch schon. 6 Karten. Mach's lieber nicht. Blut für Blut. Mach's lieber nicht. Beute. Die Rache ist mein. Ja, genau, das passiert dann. Wir entdecken noch eine Außenseiterkarte, okay. Was können wir denn da so Feines entdecken? Wir wollen den wegkriegen, also brauchen wir das. Wir wollen viel Schaden haben, also machen wir das. Wollen wir noch mehr Schaden haben? Eigentlich nicht, weil langfristig habe ich dadurch immer einen Schaden mehr. Schwer zu sagen. Ich könnte jetzt mehr Schaden machen. 3 in diesem Zug. Oh, jetzt haben wir es so gelassen. Das finde ich jetzt nicht so cool. Hier lang, ihr Narren! Balamore Schanal! Nur ein Rückschlag. Ich kassiere den Schaden. Die Rache ist mein! Und dann haben wir's. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hat er nur noch Rüstung. Und Leben dazu. Mit mir ein Vergnügen sein. Wasser ist Leben. Ich sage, dass es leicht nervig ist. 22 Schaden brauchen wir jetzt. Wir könnten das ja alles ausspielen. So rein, dann hätten wir richtig viel Schaden. Die sind aber allesamt weg. Aber vielleicht reicht es. Ich gehe jetzt mal ein gewisses Risiko ein.
Moment, Moment, Moment. Er hat 22 Schaden, ne? Wir haben 19 Schaden. Und er hält mehr Schaden, wenn wir eine Außenseiterkarte spielen. Dann kriegen wir einen Schaden mehr. Die kriegen mich nie. Meine Karten schwinden. Die Zeit naht. Ja, ich will eigentlich nicht noch eine Karte ziehen, aber... Meine Karten sind dahin! ...22 brauchen wir doch, ne? Ich kann ja so machen. Jetzt haben wir's. Endlich, Gott sei Dank. Wahre Macht. Ihr verschwendet meine Zeit. Wer seid ihr, Fremdling? Hat euch die Legion geschickt, um mich zu prüfen? Ich bin hier, um euch zu ersetzen. Von jetzt an wird die Scherbenwelt mit all ihren Bewohnern mir untertan sein. Hurray! Doch noch geschafft. Die Scherbenwelt gehört uns. Die Freude über den Sieg war nur von kurzer Dauer. Kil'jaeden spürte mich auf und verlangte zu wissen, warum ich meine Truppen aufstockte. Ich musste rasch eine Geschichte erfinden, dass die Armee dazu dienen sollte, den Lichtkönig für ihn zu besiegen. Narr, der er war, glaubte er mir. Ich ließ die Scherbenwelt in Akamas Händen und reiste zurück nach Azeroth, weit in den eisigen Norden. Ja, der ist ganz schön rumgekommen, der Illidan, denn wir kämpfen jetzt gegen Anubarak. Der Lichtkönig hat Anubarak und Prinz Arthas zu sich gerufen, um ihm zu dienen. Das darf nicht geschehen. Und er hat Netzorn mit 2 Mana. Er kann einen befreundeten Diener auf die Hand zurückkehren lassen und 4+4 verleihen. Das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, aber das können wir wahrscheinlich auf Dauer nicht. Schweinerwichte, fügt einem feindlichen Diener 2 Schaden zu, lasst diesen Diener auf eure Hand zurückkehren, falls das Ziel stirbt. Oh, interessant. Sehr gerne. Was haben wir? Territon haben wir, die Kollegen haben wir hier wieder am Start. Wir haben Ross spielen und wir haben Fürst der Scherbenwelt. Zieht 3 Karten, erhaltet +3 Angriff in diesem Zug und vernichtet 3 Mana-Kristalle eures Gegners in seinem nächsten Zug. Ja, eure ordentliche Karte. Eine Symphonie aus Frost und Flamme. Illidan gegen Anubarak. Hallo, Arthas. Ihr habt euch verändert, Illidan. Ich schätze, der Schädel des Gul'dan ist euch nicht bekommen. Anubarak, sorgt dafür, dass ich nicht gestört werde. Ja, Meister. Ja, sagst du, Arthas, ne? Okay. Außenseiterkarten. Arthas pflegt neuerdings einen seltsamen Umgang. Ihr ebenfalls. So. Nehmen wir mal die Waffe auf die Hand. Ich bin der einstige König von Asjol-Nerub. Jetzt ein Sklave des Lichtkönigs. Nun, er hat Verbündete auch wirklich bitter nötig. Heiß aus der Esse! Anubarak wurde so reflektiert, als der Sklave des Lichtkönigs war?
Okay, alles klar. Ihr übernehmt euch, alter König. Ihr hättet unter der Erde bleiben sollen. Für Nero. Okay, Diener kosten mehr. Wir kriegen 2 zusätzliche Angriffe. Nehmen wir mal nicht. Noch eine Spinne. Das hingegen könnten wir überlegen. Auch ich habe Macht. Ich habe den Lichtkönig schon einmal fast vernichtet. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Ihr habt eine Sache vergessen. Und die wäre... Arthas. Das ist der Typ. So, den machen wir weg. Wir kriegen einen Kollegen. Ich denke... den kriegen wir zurück. Nicht diesen Diener, den man kaputt macht, sondern unseren Kollegen hier. Dann warten wir mal noch ab. Dann holen wir uns hier lieber noch ein bisschen was raus. Was wir machen. Dann machen wir mal das hier. Spielen den aus. Ich glaube, aber... Okay, wir kriegen ihn doch. Wir nehmen aber trotzdem mal den noch aus. Ich lerne von Ihnen und Sie von mir. Ja, dann ist das so. Mehr hat er nicht, perfekt. Dann spielen wir das hier entspannt runter. Wir holen erstmal Geld das aus. Mein Volk ist süchtig danach. Ruft jedes Mal einen zufälligen Neruba herbei, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Dann wollen wir eigentlich. Ja, dann ist das so. Dann müssen wir das traden. Rückschlag. Oh, ist das nervig. Müssen wir so spielen? Ach, hätte ich alles irgendwie anders spielen können. Irgendwie war das nicht so optimal gerade. Lady Wash müssen wir wieder haben. Okay, wir könnten traden. Zwei Schauer. Eieieiei. Was haben wir noch? Wir kriegen erstmal Spott raus. Könnten angreifen, eine Karte ziehen. Wollen wir so viele Karten ziehen? Das ist die nächste Frage. Oh, okay. Das ist eigentlich schon viel wert, ne? Ich krieg die jetzt natürlich nicht so wirklich weg. Ja, dann müssen wir es so spielen. Die kriegen mich nie. Mehr extra Schaden. Oh, das ist ganz schön viel Schaden. Das gibt's doch nicht. Ich könnte den reintraden. Spott. Ansturm, Lebensentzug.
Der geht auf den, der macht den hier wieder weg. Kriegen wir wieder hoch. Das ist alles nicht so cool irgendwie. Energie! Kraft! Mein Volk ist süchtig danach! Das ist alles. Nicht optimal. 5 Schaden kassieren. Ah, ja, Schliefe. Das kann's doch nicht sein, ey. Wieso verlieren wir denn hier das? Ich dachte, wir spielen das hier entspannt runter. Eure Niederlage bringt euch uns nur näher. Ja. Denk mal nach, was können wir denn tun? Wir wollen die natürlich nicht haben. Illidan gegen Anubarak. Eigentlich müssen wir Bord bekommen. Hallo, Arthas. Ihr habt euch verändert, Illidan. Ich schätze, der Schelm des Gul'dan ist euch nicht bekommen. Anubarak, sorgt dafür, dass ich nicht gestört werde. Ja, Meister. Das sind wieder die gleichen Karten, ne? Nehmen wir den mal weg. Spielen wir mal irgendwie ein bisschen anders. Hä? Sieh ich? Was? Okay, Kate ist wieder am Schaden. Neuerdings einen seltsamen Umgang. Ihr ebenfalls. Der einstige König von Asjol-Neru. Jetzt als Rabe des Lichtkönigs. Nun, er hat Verbündete auch wirklich bitter nötig. Ihr übernehmt euch, alter König. Ihr hättet unter der Erde bleiben sollen. Für Neru. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Absolut ärgerlich. Ich lerne von ihnen und sie von mir. Vielleicht traden wir das so rein? Nee, dann macht er das. Auch ich habe Macht. Ich habe den Lichtkönig schon einmal fast vernichtet. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Ja, eine Sache. Und die wäre... Arthas. Ladybrush, vielleicht ist die des Rätsels Lösung. Ich spiele sie einfach mal raus. Dass wir sagen, wir brauchen... okay. Würde ich sagen, traden war. Kostet meinen Stich nicht der Energie. So, beide haben wir draußen. Volk ist süchtig danach. Was wir machen. Das passiert natürlich ordentlich dadurch. Rückschlag. Ich sag jetzt mal, ich will Spott haben. Dadurch können wir noch mehr ziehen.
bringt mir nichts. Es sei denn, ich will den angreifen, aber eigentlich möchte ich das nicht. So, das gefällt mir. Bei denen machen wir dadurch weg. Da kriegen wir Schaden. Wir haben nur 3 Angriff, die wir aber gleich mitnehmen werden. Jetzt burnen wir gleich Karten. Das ist gut, dass er billiger meine ist. Meine Hand ist voll. Zu viel Macht. Die Rache ist mein. Andere Diener haben ja Angriff. Okay. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Support rausbekommen. Wir können Leben regenerieren. Boah, machen wir mal. Ich bin das noch. Alter Schwede. Okay, 3 Karten könnten wir ziehen. Energie, Kraft. Mein Volk ist süchtig danach. Frischer Teufelsstahl. Und ihm aus der Esse. Auch noch Mana-Kristalle zerstören. Machen wir das mal. Ja, ordentlich was raus. Was wir machen. Wasser ist Leben. Wenn wir das spielen, dann sind die ja wieder alle weg. Das ist doch schon wieder ein Mist. Können wir die nicht irgendwie silenzen? Das ist doch Mist. Mist, 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 Mist. Ich will nicht so viel Karten ziehen und dann umsonst. Aber es hilft nicht. Muss ja offenbar so sein. Jetzt haben wir keine Zauber mehr, oder was? Dann will ich... Nee, ich will den Großen draußen haben. Wie ein Fisch! Auf dem Trocken. Wir können trotzdem angreifen. Für Nero. Ich nähre mich. Perfekt. Oder? Haben wir es jetzt? Jo, wir haben's. Gut, das war irgendwie. Die Folge, die hat's doch in sich gehabt. Das ist dann halt so. Ihr besitzt wahre Macht. Alles ist zwecklos. Okay. Also hier... Die Zeit wird knapp. Ich kümmere mich selbst um ihn. Bringen wir die Sache zu Ende. Würde ich sagen, muss man gut drumherum spielen, Banu Barak, so... um die einzelnen Karten, die er da so hat, die schnell irgendwie vom Feld kriegen und dann vor allen Dingen auch die legendären Diener rauskriegen. Das hilft dann wahrscheinlich ungemein. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da ein bisschen Pech hat, dann dauert das hier länger. Nun gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei den letzten beiden Herausforderungen beim Kapitel von Illidan im Buch der Helden. Bis dahin, euer Nerosol.